Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing von uns. Es ist zwar schon ein bisschen älteres Geländestück, aber ich finde es ziemlich cool und deswegen mache ich da mal so ein Unboxing zu. Es geht heute um das neue Containergeländestück hier, Armored Containers von GW. 40 Euro kostet der Spaß. Und ja, ich finde sie ziemlich cool. Ich habe schon ein Set. Ich zeige euch gleich mal, wie groß sie sind im Vergleich zu einem Lenoise und vielleicht einer monströsen Kreatur. Und ja, machen wir das, drehen wir das Ding erstmal um. Was ist denn da drin? Erstmal sieht man ja schön hier hinten wieder alles so, was da so schön drin ist. Und also, es sind drei Container drin, sechs etwas größere Kisten, sechs kleinere Kisten und 9 Fässer. Ja, und natürlich die Regeln, weil wie mittlerweile alle Geländestücke von GW haben auch die Container ihre eigenen Regeln. Ja. Verpackung ist halt eine ganz normale GW-Verpackung mittlerweile. Nicht so wie bei den bei den Kratern, die waren manchmal ein bisschen anders. Was haben wir da drin? Wir haben dreimal diesen Gussrahmen, der immer gleich ist, wo du halt einen Container rausbaust, drei Fässer und 4 Kisten. Der Container ist ja von den Details her relativ einfach gehalten, genauso wie auch die Fässer und die Kisten. Es ist nicht viel Schnickschnack dran, man sieht höchstens mal ein Aquila. Okay, auf den Kisten ist es ein bisschen größer, weil naja, muss halt, ne? Auf den Fässern geht es, da ist er nicht ganz so groß, vielleicht. Die Container haben als Stützen, man kann die nämlich übereinander stapeln, haben die hier so Adlerköpfe. Muss sehen ganz cool aus, ist halt auch wieder, Imperium. Ist halt ein imperiales Geländestück. Na klar, ne? Und jeder Container hat 2 Sturmbeuter. Ja. Dann gibt es noch, man kann natürlich, der Innenraum ist auch komplett gestaltet. Man kann nämlich aufklappen den Container. Muss nicht unbedingt sein, aber sieht bestimmt ganz geil aus, wenn man den aufklappen lässt und dann die Kisten und die Fässer so da rausfallen. Oder eine Xenos-Kreatur oder was auch immer. Dann haben die Container hier so Bedienfelder. Quasi damit es aufgeht, hier im Innenraum auch kleine Bedienfelder. Dieses Element ist gleichzeitig Decke und Boden, weil das gibt es halt zweimal. Ist auch komplett gleich. Dann das ist auch das komplett identisch mit dem anderen, links und rechts. Und die Türen sind auch gleich von vorne und von hinten. So, wie gesagt, der Gussrahmen ist dreimal in der Kiste und ansonsten ist da nur noch der Bauplan drin. Hier sieht man das alles einmal schön ordentlich, was da drin ist. Und andersrum natürlich mit hier den ganzen Erklärungen von den Symbolen, die da abgebildet sind. Ziemlich einfacher Bausatz. Muss nicht unbedingt der erfahrenste sein, um das Ding zu bauen. Weil das sind wirklich nur ein paar Teile. Vor allem die Kisten sind einteilig und die Fässer bestehen aus 2 Teilen. Ja, hier unten auch so ein kleines Bild. Ich meine, das ist auch das. Das müsste dasselbe sein, was auf dem Karton ist.
Und dann haben wir hier noch die Regeln in drei Sprachen. Ja, Englisch, Deutsch und was ist das? Französisch? Ich nichts wissen. Nehmen wir die Deutschen. So, das Ding, also eine Befestigung besteht aus mindestens einem Container, vier Kisten und drei Fässern für 40 Punkte. Das kann man noch erweitern um zwei Container. Hier, zwei Container kann man noch erweitern. Jeweils 40 Punkte, halt dann auch wieder mit den vier Kisten und den drei Promethium-Fässern. Ja, das zählt, also der Container zählt als gepanzerter Container. Die Kisten zählen als Munitionslagern und die Fässer zählen als Treibstofffässer. Das muss alles in 12 Zoll um die Container aufgebaut werden, der ganze Kleinscheiß. Und wie man das halt kennt, hier Treibstofffässer sind wie Pipelines, geben Decker und verbessern Flammenwerfer. Aber die Fässer machen es nur bei den Infanterieeinheiten, nicht bei Fahrzeugeinheiten. Container geben 4er Decker, kann Sturmbeute abfeuern, also oh, ein Modell im Base-Kontakt kann den Sturmbeutel abfeuern, feuert also nicht automatisch. Container hat 7 Lebenspunkte, 6 Lebenspunkte, 7er Widerstand, 3 Rüstung. Ja, Sturmbeutel kennt man ja, Stärke 4 DS5. Munitionslager, jedes Modell innerhalb von 2 Zoll um ein Munitionslager wiederholt in der Schussphase misslungene Trefferwürfe von 1. Ja. Aber das, was ich cool finde, ist die Container als Missionsziele aufzustellen. Weil dann das geheimnisvolle geheimnisvolle Container. Oh nein, brauchst gar nicht als Missionsziel aufstellen. Die kannst du auch so als geheimnisvolle Container spielen. Aber es ist halt witziger. Hier, dann würfelst du jedes Mal, wenn im Base-Kontakt ist, ein W6. Also wenn du das erste Mal in Base-Kontakt gehst mit dem Container, würfelst du ein W6. Bei einer 1 kommt ein Xenos-Kreatur raus. Die tut dir dann ein bisschen weh. Bei einer 2 ist lebenswichtiger Nachschub angekommen, rote Baretten. Ja. Die braucht jedes imperiale Regiment, ne? Die 3 ist inspirierende Instruktion. Ja, bisschen Moralwert pushen. 4 ist Archetech-Munition. Waffen pushen, Schnellfeuerwaffen und Sturmwaffen. 5 ist ein Schildgenerator. Klingt ganz witzig. Und 6 ist ein Orbital-Kommunikations-Release. Ja, das ist ein Orbitalschlag. Ja, ich finde sie cool. Ich finde den Bausatz cool. Über den Preis lässt sich natürlich streiten, wie immer. Kennt man ja nicht anders. So. Aufgebaut ist es dann so viel. Ja, ist schon ein bisschen. Drei Container. So, jetzt mal als Größenvergleich. Was nehme ich denn? Was kennt denn jeder als Größe? Lemuas kennt ja wohl jeder. Die Container sind ein bisschen kürzer wie der Lemuas. So, sieht man das? Ich hoffe schon. Er ist auf jeden Fall mehr wie 25% verdeckt. Stellt man noch einen drauf, dann sieht man ihn gar nicht mehr. Er selbst kann, also der Moss kann schön darüber noch feuern, würde ich meinen. Ja. Aber nur halt mit dem Turm. Der Container, also ist lang, knapp wie ein Lemmas. Breit. Es geht. Sind bestimmt 2 Zoll. Anderthalb. Ja, ich habe mal ausprobiert, wenn man 3 Stück übereinander stellt, kann man da sogar einen fliegenden Warmtyrann hinter verstecken.
Auch ganz nett. Endlich mal ein bisschen Deckung für das Ding. Ja. Also, das war's von mir. Vom Unboxing zum neuen Geländeset. Und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.